Da kommt er raus jetzt hier. Unsere erste Dieselmaschine. Ey. Hä? Hat er eine normale Hupe oder was? Ist gerade ganz schön laut hier. Ey, geil, oder? Und herzlich willkommen zurück hier. Wie fanatisch von euch, dass ihr wieder vorbeigeschaut habt an diesem wunderschönen Samstag bei Transport Fever mit Professor Fox hier. Boah, ihr seid die Hölle los hier. Also Stau am Flughafen habe ich noch nie gesehen, außer in Frankfurt. In real life, Digga. So, der will abliefern. Der hat jede Menge Treibstoff dabei. Und wir fliegen per NASA-Rakete ganz schnell hier nach Vallejo. Wir haben auch diese Brotindustrie-Geschichte gebaut. Da haben wir gar nicht mehr nachgeguckt. Haben wir da irgendwelche Probleme? Oh, sieht ganz gut aus. Oh, guck mal hier. Das ist ja unter Volllast. Guck mal hier. Das müssen wir uns nochmal genauer angucken. Aber heute nicht. Ich habe einen Plan. Den muss ich mir auch nochmal ranholen. Der ist mir so ein bisschen verrutscht hier. Ich sehe gar nichts. Okay, also wir haben hier immer noch Überlastung. Das wird doch eine ganze Weile noch so bleiben. Also, hier wird Rohöl abgeholt. An der Twin Peaks Ölquelle. Rohöl. Das Rohöl wird hier oben zu der Raffinerie gebracht, wo es raffiniert wird und zu richtigem Öl gebracht wird. Dieses richtige Öl wird hierher zum Flughafen gebracht. Flughafen, Flugzeuge bringen es dann darüber nach da oben, wo dann Treibstoff draus gemacht wird. Und wenn der fertig geflochten ist, wird dieser Treibstoff hierher gebracht, hierher und hier wird gelandet und abgeliefert. Der Treibstoff landet hier drüben, wieder, hier. An der Twin Peaks, also an diesem... Ölquelle ist ja nicht, ja, ist halt Örtlichkeit, ja. Treibstoff wird dann nach Madison gefördert. Könnt ihr mal sehen, was hier an diesem Punkt hier, was hier so los ist. Übrigens habe ich nochmal zwei Flugzeuge gebaut hier. Hier Nummer 3, das ist die Nummer 4. Die sind, glaube ich, alle weg jetzt. Aber wir haben jetzt hier auf der Linie, glaube ich, 8 Stück, hä? Ne, 7. Ah, Momentchen mal. Den wollte ich doch mit euch zusammen starten lassen. Hier steht ja noch einer im Hangar. So, Digga, da kommt's ja raus, die... Wie heißt das Ding? Victoria. Victoria. Wo ist er denn? Also die Menüsteuerung, hier steht gar nichts drin. Vickers Victoria, genau. Das war jetzt nicht so wichtig. So. Dieses Problem hier ist immer noch so ganz gebannt. Hier sind so viele Fahrzeuge. Und weil wir zu wenig Abnehmer haben für Treibstoff, wird auch das Öl nicht entsprechend nicht genügend geliefert. Wir werden hier nochmal zwei Fahrzeuge raushauen. Also das hier zum Beispiel oder das hier, nehmen wir das, nicht, dass das jetzt hier irgendwie schief geht. Ne, Moment, da kann man ja einzeln machen. So, nehmen wir hier drauf. Zack, verkaufen. Puff. Ne, aber das ist einfach so, ich habe schon zwei verkauft gehabt oder drei, keine Ahnung. Es waren einfach zu viele, gell? Und diese Stausen, Mist, aber die sollen ja auch hier schön warten. Der wartet jetzt, bis er hier seinen Treibstoff hat. Das habe ich wieder eingeschaltet für Madison. Und hier sind ja auch noch Gleise, gell? Twin Peaks Zentrum. Das müssen wir mal ein bisschen umbenennen hier. Wir fliegen jetzt noch einmal mit der Professor Fox NASA Rakete nach Escondido. Hier habe ich nämlich eine Idee gehabt. Ja, hier haben wir gerade wieder einen Zug stehen. Wir haben 3 Stück hier stehen. An dieser Holzbretter-Werkzeugfabrik-Transportierlinie. Der wartet also, bis er voll wird. Ist ja auch schön und gut. Aber ich glaube... Das ist ja unsere erfolgreichste Linie, war das nicht so? Warte mal. Hier haben wir sie. Holzbretter-Werkzeugfabrik. Das ist doch die... Ja. Genau, wenn man jetzt hier zumacht, sieht man, dass sie das ist. Unsere beste Linie und wir können da tatsächlich noch was tunen, liebe Freunde des Transportwesens. Wir sehen ja hier, Versand, alles, also das ist alles auf... Die Balken sind voll, gell? Total voll, alle hier. Und aus dem Grund... Kurz Pause. Der andere Zug ist jetzt schon hier hinten angekommen. Ja. Der ist nur halb voll, das ist klar. Denn aus zweimal Holz wird ein Brett. Und hier oben kommt gerade der andere an. Wir werden hier erstmal diesen Titel weiter drücken, glaube ich. Denn ich habe so ein paar neuere Titel drin, die sind richtig cool, ey. Der wird jetzt abladen. Und ja, wir werden jetzt natürlich ein bisschen Verlust haben, das ist klar, aber das ist jetzt nicht das Problem. Geil ist, wenn wir jetzt hier diese Linie aufrufen, gehen auf Fahrzeuge verwalten, markieren
alle Fahrzeuge. Und wenn man jetzt hierher geht und tut bei jedem Fahrzeug einen Hänger wegnehmen, jetzt müssen wir nochmal abbrechen, Professor ist immer so schnell, die Geschwindigkeit, 80, 80, 45, also flach, mittel, steile Erhebung, eine weg, da ist ein minimaler Geschwindigkeitsunterschied, 46 bei steil und hier 45, gut, das ist unwichtig, aber der Zug ist dadurch schneller voll und steht nicht länger rum. Und es ist fließender. Ich hatte eine Situation vorhin gesehen, als ich die letzte Folge beendet hatte, dass der andere ja schon fast gewartet hat. Aber ich möchte auch gern wissen, ob es auch mit weniger Waggons geht. Und jetzt lassen wir weiterlaufen. Jetzt ist er nämlich voll und fährt direkt los. Er fährt los. Er fährt los. Ja, er fährt los. So, Digga. Zeig uns, was du drauf hast. Er hat ja, Holz drauf. Wir werden hier wieder vorbeischauen. Wir wollen natürlich, dass alles abtransportiert wird, aber auf eine effektive Art und Weise. Wir sparen uns ja auch wieder Geld, für wen das interessiert. Jeder einzelne Waggon, jedes einzelne kleine Dingelchen hier auf dieser Karte kostet ja Geld. Das sieht man ja manchmal, wenn hier diese roten Minuszahlen von Dollaris in die Luft fliegen. Gut. Ja, das Werk ist auch schon aufgestiegen in Stufe 3. Wir könnten noch mehr Holz gebrauchen eigentlich. Ah, wir gucken mal, wie die Abnahme ist. Also ich muss schon sagen, ich glaube, Escondido ist ganz schön gewachsen. Oh, guck mal hier. Cool. Aber wir bräuchten eigentlich noch mehr Holz. Oder Seattle. Ey, guck mal hier, das ist geil, oder? Seattle, guck mal hier. Da müssen wir jetzt mal gerade gucken, wie die Linien da sind. Wo haben wir sie denn alle? Die sind alle hier. Wie viele Fahrzeuge fahren denn hier? Also auf Escondido sind 10. Seattle sind 10. Ja, schicken wir nochmal 3 Stück. Und... Machen wir 5 draus. In Escondido machen wir... Nochmal 2. Ja, man muss ab und zu ein bisschen nachtunen, gell? Gut, jetzt lassen wir das einfach mal wieder laufen. Denn ich habe was Neues vor. Jetzt habe ich meine Liste immer noch dran geholt. Meine Liste. Moment. Okay. Ich möchte mit euch was bauen und wir fliegen mit unserer NASA-Rakete einmal quer über die Karte und guck mal ganz kurz, was unsere Fähre so macht. Hat mich neulich jemand gefragt, ja, wie geht's denn deinen Schiffen so, was machen die denn so? Ja, guckt euch das hier an, Katastrophe, ey. Ja, irgendwie ärgert mich das ein bisschen. Also wie gesagt, ich möchte es nochmal wiederholen, wenn jemand eine Ahnung hat von Schiffen bei Transport Fever 2, bitte dem Professor sagen, da kann er seine verbessern und ihr wisst schon. Geben wir ein bisschen Gas. Der Grund dafür, den gebe ich euch gleich. Obwohl, so eilig müssen wir das nicht haben. So eilig brauchen wir es nicht haben. Ja, ich sehe, wir haben jetzt hier immer noch so ein bisschen Stau. Aber wichtig ist halt, dass alles abtransportiert wird. Dass das funktioniert. Also, würde ich sagen... Einer kann noch raus. Mal machen wir 2. Weil, so, jetzt kommen wir zu den Gleisen hier. Die magischen Gleise. Und der Name steht ja auch schon dran. Twin Peaks Zentrum. Das ist aber auch nur, weil hier alles Twin Peaks Flughafen, also Vallejo Flughafen. Guck mal hier. Da heißt Flughafen von Vallejo und hier, das ist die Twin Peaks Ölquelle. Also irgendwo ist hier die örtliche Grenze. Genau in der Mitte der Straße anscheinend. Wen es juckt. Gut. Ja, ich habe auch schon was vorbereitet, das ist schon 2 Folgen lang hier. Denn Twin Peaks möchte auch Treibstoff haben, seht ihr das? Sogar genügend hier. Aber die Stadt kann ja kaum wachsen hier in den Bergen, ey. Wer hat sich nur ausgedacht, eine Stadt namens Twin Peaks in den Bergen zu bauen? Meine Güte. So, hier haben wir den Twin Peaks Haltepunkt. Ja, den habe ich hier hingezwickt vor 2, 3 Folgen schon, glaube ich. Wichtig ist halt, wie weit reicht er denn? Und ihr wisst, was ich vorhabe, wir werden nämlich jetzt hier... Twin Peaks mit Treibstoff versorgen. Jetzt muss ich hier gerade mal öffnen, dass wir das sehen. Ja, der ist schon gut platziert. Also ungefähr bis hierhin. Bis zum Bildschirmrand. Mal schließen. Ja, die Reichweite ist da. Das ist ja geil. Wir müssen nur noch Schienen bauen. Schienen bauen, Digga. Ja. Wie bauen wir die denn am besten, dass am meisten Schrott bei rauskommt. Ihr wisst ja, beim Professor ist manchmal ganz schön viel Wirrwarr. Wenn die Gleise hier runterkommen, könnten sie hier aus dem Berg rauskommen um die Ecke. Ja, das ist doch schön. Ist auch gar keine große Sache. Ich denke mal, die Strecke wird sich auch lohnen. Was kommt denn hier? Oh mein Gott, das ist ein Flugzeug.
Alter, es ist ein Flugzeug, Junkers U-52. Digga, mein Englisch wieder hier. Ey, Leute, da werden wir uns als allererstes drum kümmern. Nee, jetzt haben wir uns entschieden für die Gleise hier. Erstmal die Gleise, Gleise. Und wir wollen ja nix Oberleitung, nein. Ja, wir brauchen hier sowieso keine Oberleitung. Obwohl, wir können ja hier mal was testen, aber nicht mit Strom. Also ich möchte gerne einmal hier so rum, dass das ein bisschen schön aussieht. So ein kleines bisschen wenigstens. Na, das geht doch hier, oder? Das kann man doch so anbieten hier, den Käse. Irgendeiner kauft uns das doch bestimmt ab. Das macht mir immer noch richtig Spaß hier, wirklich. Jetzt müssen wir nur sehen, dass wir irgendwie... Vielleicht kommen wir direkt an den Bahnhof dran. Warum auch nicht? Ich meine, in den Bergen. Wow, guck mal hier. Das sieht ja krank aus. Guck mal, was ein Mist hier. Gut. Das war jetzt sehr lustig. Was ein Käse, Digga. So, jetzt hier durch die Prärie hier. Guck mal, von außen sieht's gut aus. Die Gleise liegen gut. Riecht gut, schmeckt gut, feuerfrei, Digga. Gleich einen Zug drauf schicken hier und dann wollen wir doch mal sehen. Kaufen erstmal nur einen und da wollen wir was testen. Das ist ja eine kurze Strecke und ich denke mal, das dürfte auch gar kein Problem sein. Hier kann man ruhig. Machen wir hier schön, damit es ein bisschen geordnet aussieht, machen wir hier einfach ein... Oder haben wir ein Depot in der Nähe? Ein Zugdepot. Zugdepot hier. Ach, ich muss mich wieder einkriegen hier. Jetzt hier, das Zugdepot, direkt an die Straße dran hier. Ja, sowas braucht ja keinen Straßenanschluss, aber ich finde es einfach ein bisschen schöner, wenn sowas dann hier so... Gell? Guck mal, sieht ja viel schöner aus. Oh, ja, vor allem muss man auch mal die Tasten an der Maus tief drücken. Bitte drücken Sie jetzt. So, geh leise. Hallo? So. Ey, neues Flugzeug schon wieder und ich habe eben noch welche dazu geschickt. Das gibt's doch gar nicht, ey. Jetzt kriege ich schon wieder Frust hier. Wir werden das erstmal eingleisig lassen. Wir machen sofort eine Linie draus. Denn das haben wir ja geübt hier. Linie einmal von TP-Zentrum nach TP-Haltepunkt. Das werden wir natürlich alles umbenennen. Das ist die Linie 3. Da kommt gerade einer, ey. Die Flugzeuge sind so geil. Guck mal hier. Guck mal, wie der in die Kurve geht hier. Doch, das sieht richtig gut aus. Ganz kurz will ich mal gucken hier. Wie sieht's denn aus mit der Linie, mit den Finanzen? Oh, guck mal hier. Ja, genau, hier haben wir, glaube ich, gekauft. Oder ich habe gekauft. Und, jetzt müsste es eigentlich mehr werden. Also es müsste, die Einnahmen müssten auf jeden Fall mehr werden. Die Linie dürfte nicht mehr oben stehen. Ja, genau. Sie ist jetzt am Platz Nummer 5. Aber die dürfte sich jetzt richtig gut einspielen. Lassen wir es mal laufen hier. So, Zug kaufen hier. Wir kaufen jetzt einen Zug, den wir noch niemals zuvor gekauft haben hier. Da kriege ich voll den Anfall. Also haben wir jetzt hier komischerweise bei Diesel... Ach doch, da ist er ja, der, auf den ich es abgesehen habe. Der hat wirklich nicht so viel Power, gell? Wir können die ja direkt vergleichen, wenn man alle Loks nehmen. Also ich würde mich jetzt natürlich... Ich hätte mich eigentlich wieder für den Mikado entschieden, weil hier steht ja häufigste Güterzugvorkommen bis zum Ende der Wampf-Ära. So. Den Alko... Also der Alkohol... Alko... Haha, 600. Den vergleichen wir mit dem Mikado. Beide 80 km/h. Der ist aber viel schwächer von der Zugkraft her. Ich möchte ihn halt gern mal sehen. Der ist wirklich viel schwächer. Also das ist so ein bisschen eine Teststrecke hier. Ich glaube, wir schicken auch zwei drauf. Ach, der fährt rückwärts? Ach so, guck mal, der fährt rückwärts. Der dreht, glaube ich, nicht. Aha, oh mein Gott, das ist ja interessant. So, brauchen wir hier einen Kesselwagen. Geschwindigkeit. Oh. 71 auf mittlerer
Also mit dem werden wir nicht viel Spaß haben. Das sage ich euch jetzt gleich schon. Wir müssen ja nicht zu lang machen. 60 reicht. Und ich würde sagen, kaufen gleich zwei. Linie 3, fertig. Da kommt er raus jetzt hier. Unsere erste Dieselmaschine. Ey. Hä? Hat er eine normale Hupe oder was? Ist gerade ganz schön laut hier. Ey, geil, oder? Ich wollte ihn einfach mal sehen, gell? Ich wollte ihn einfach mal sehen, geil. Okay. Problem ist nur, wir haben ja noch gar nicht genug von dem, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Kurz Pause, nicht, dass der uns abhaut. Wir müssen ja hier noch die Linie konfigurieren. Also, wir sagen dem nach Twin Peaks wird geliefert, also er wird vollgeladen. Der lädt nur Treibstoff. Und in Twin Peaks darf er alles entladen und nichts mitnehmen. Aber wir haben ja jetzt hier... Hä? Wir stellen mal unbeschränkt ein. Jetzt sollen wir weiterlaufen. Wenn wir jetzt natürlich hier... Der kommt jetzt gerade. Mit unserem Treibstoff. Normalerweise müsste es jetzt aufgeteilt werden, gell? Dass nach Madison was geht. Ich würde mal sagen, wir haben sowieso viel zu wenig von dem ganzen Treibstoffkrempel. Wie sieht's denn aus in Madison? Ja, doch, es geht aber doch. Viel besser als gedacht, aber wir brauchen viel, viel mehr. Viel, viel mehr. Der hat abgeladen und aufgeladen. Ja, kommt der nächste. Ja doch, das ist ein Kommen und Gehen, gell? So, hat er denn schon was drin? Also ich meine, das ist ja kein Problem. Der kann ja warten, bis er voll ist. Der kann ja warten, bis er schwarz ist. Ich finde das geil, das ist richtig modern schon irgendwie. Überlegt mal hier, Leute. Vor einiger Zeit haben wir noch hier mit Pferdefuhrwerken und so ein Zeug hier. Guck mal, da steht da drin hier. Der Zugmanager. Digga. Okay. Alles geil. Also das hätten wir. Und hier der Stau hat sich auch aufgelöst. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, können wir immer noch einen wegmachen, oder? Wenn das mal zu wenig ist plötzlich, mein Gott, dann kaufen wir halt neue. Jetzt würde ich echt gerne die neuen Flugzeuge noch reinschicken, aber ich... keine Ahnung. Wir gucken mal kurz das Flugzeug an überhaupt. Also wir haben Vickers Victoria. 150 km/h und der 200. Wobei wir ja gesehen haben, dass 150 km/h, so sieht das aber nicht aus. Da müsste ja viel schneller sein eigentlich. So, und da kriegen wir schon mal 10 rein. Sogar zwei Abteile. Also das heißt, ich vermute mal, dass man zwei verschiedene Gütertypen transportieren kann hier. Und die Ladegeschwindigkeit ist die gleiche. Wäre ja schön, wenn es ein bisschen schneller ginge. Professor hat es doch immer eilig. Ja, kleines Flugzeug. Also kommt da noch viel mehr, gell? Ja, ich möchte jetzt ungern die Statistik verhageln. Also das vielleicht interessiert euch das nicht so sehr, aber ich finde es einfach toll zu sehen. Ach, guck mal hier. Die Einnahmen steigen. Eigentlich müsste in der Statistik jetzt schon stehen. Ja, wir sind auf Platz 4 schon. Mit diesen Flugzeugen. Wollen wir denn alle ersetzen noch? Hier, wisst ihr was? Das machen wir am Dienstag, gell? Am Dienstag werden wir alle Flugzeuge ersetzen und der lädt nicht. Ja, das werde ich mir nochmal angucken. Ich werde es auch noch ein bisschen weiterlaufen lassen. Dann können wir uns die Statistik dann nochmal ansehen. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Hier mit der Öltransportiergeschichte hier. Also auf jeden Fall im Plus. Das ist schon mal viel wert. Und die andere hier. Treibstoff nach Madison. Wahnsinn, es läuft bei uns. Okay, liebe Freunde des Transportwesens, das war's wieder mal vom Professor und ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei seid. Und dann werden wir diesen Zug hier auch fahren sehen. Ich werde extra warten, dass der uns hier nicht durch die Lappen geht, gell? Also er wird schön warten. Würde mich sehr freuen, wenn zu meinen 11 Abonnenten auch noch ein 12. oder vielleicht ein 20. hinzukommt. Abonniert mich, wenn ihr mehr sehen wollt. Und Valheim läuft natürlich auch wieder, gell? Habt ihr ja vielleicht gesehen am Donnerstag. Und morgen müsste Sonntag sein, wenn ich jetzt gerade richtig liege. Am Sonntag wird auch wieder Valheim laufen. Und da geht's weiter hier. Könnt ihr gespannt sein. Bis dahin, macht's gut. Euer Professor.